alle 2 Jahre denke ich mir, das kann doch nicht getoppt werden. Und so wurde die Expo 2022 wieder getoppt. Der Expo 2022 erreichen wir einen neuen Level. 2018 noch Bundesliga, 2020 Europa League und 2022 jetzt Champions League. Die Qualität ist super, die Quantität ist schon fast zu viel, weil man nicht alle gleichzeitig betreuen kann. Aber nein, wir sind wirklich sehr zufrieden und Gratulation und Danke an dieser Stelle an die Frauenthal. Wirklich toll organisiert. Wir sind ja von der Elektrosparte und daher das erste Mal dabei. Es ist generell schön zu sehen, dass man die Elektroseite mit der Sanitär- und Heizungsseite zusammenbringt. Von dem her der Eindruck sehr, sehr schön, sehr imposant und eine große, schöne Halle. Mir zumindest ist nichts Größeres bekannt und insofern glaube ich, hat sich das etabliert wirklich als Branchentreffpunkt. Die ganze Branche ist heiß darauf, hierher zu kommen. Und ich muss es wirklich betonen, die Art und Weise, wie unser Partner Frauenthal es schafft, uns Kunden an den Stand zu bringen, Interesse zu generieren. Man merkt, da steckt Herzblut dahinter. Und die machen das aus Überzeugung. Wir müssen gemeinsam nach Lösungen suchen, wie in der Industrie mit unseren Lieferthemen. Können wir das in dieser Menge, in dieser Zeit überhaupt hinbringen? Und der Installateur schafft das mit seiner Manpower. Und ich glaube, darum ist auch so eine Messe jetzt wieder wichtig. Die große Herausforderung der nächsten Jahre ist einfach die gewerkeübergreifende Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Herstellern. Da eine Plattform wie die Frauenthal Expo zum Austausch zu haben, ist sicherlich ein wesentlicher Punkt. Es war eigentlich kaum zu glauben, aber man hat die letzte Messe wieder übertroffen. Es ist wirklich ein toller Rahmen mit sehr vielen Ausstellern und freuen uns wirklich da zu sein. Es geht ja weniger ums Präsentieren von Produkten, das kennen die Leute mehr. Haben wir öfters auf Endkundenmessen, hier geht es ums Gespräch. Dadurch, dass wir ja in die gesamten Branchen, die gesamten Bereiche abdecken, sprich Industrie, Haustechnik, Versorgung, ist das für uns natürlich eine wichtige Veranstaltung, eine wichtige Messe. Sowohl am ersten Tag haben wir schon sehr, sehr viele interessierte Besucher da gehabt, die sich zu dem Thema PV informiert haben. Und auch am zweiten Tag jetzt, quasi zur Halbzeit, auch der erste Vormittag war schon wieder sehr, sehr erfolgreich und wir hatten großen Zuschauerzustrom.